Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast 18:40 Uhr aus Engelskirchen mit dem Franz. Jawohl, hallo, grüß Gott beieinander. Warum sind wir heute hier? Wir besuchen den Castingchef der Lindenstraße. Über alle Jahre, alle Rollen hat er gecastet, Horst D. Scheel. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass ihr mich besucht. Wir haben uns vorhin schon überlegt, wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Das kann man gar nicht so genau sagen. Was ist deine erste Erinnerung an den Franz, wo er gerade hier neben uns sitzt? Ich kenne ja Franz nicht von der Lindenstraße zuerst, sondern von den Dreharbeiten eines Films mit John Frankenheimer. Und daher kennen wir uns persönlich. Bei der Lindenstraße am Anfang wurde er für die Rolle gecastet von dem Stefan Schieder, der das gemacht hat, der Produktionsleiter, der das gemacht hat, bevor ich eingestiegen bin. Da hatten wir damals nichts miteinander zu tun. Was ist deine erste Erinnerung, dein erster Eindruck vom Horst? Ja, wir hatten diesen Film gemacht. Das war ja ein Kinofilm mit einem maßgeblichen Regisseur, eine Koryphäe aus USA mit John Frankenheimer. Mhm. Ja, und der trat auch so auf in einer königlichen Art und Weise. Also wenn man sich so einen Bilderbuchregisseur vorstellt, der die Macht hat, die Power hat und so weiter. Und wir haben halt in Deutschland, es wurde in Deutschland gedreht, die Hauptrollen waren natürlich besetzt, nicht mit uns, mit Michael Caine, wenn ich das sagen darf. Ne? War doch so, ja, Michael Caine, jawohl. Und da lernten wir uns kennen. Einige deutsche Schauspieler spielten dann so Hintergrundagenten und so weiter. Was ich dazu sagen muss, da ist, haben wir ein Stichwort Hubschrauber. Und da bin ich heute überhaupt nicht glücklich darüber, weil... Wieso denn? Okay, weil... Jetzt lacht er schon wieder. Genau, weil nämlich wir hatten verschiedene Rollen, mussten in verschiedenen Dingen bei Bereichen agieren. Und es gab aber auch einen Hubschrauber, der an dem Schloss gelandet ist. Und da war auch ein Agent drin. Und weißt du, wer den gespielt hat? Ja, war ja Privatpilot, ich habe ja eine Pilotenausbildung gemacht gehabt für Cessnas und so weiter. Und das heißt, Fliegerei ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen in meinem Leben. Mhm. Wer hat diesen Hubschrauber? Da durfte da ein Hubschrauber rein? Ja, ich nicht. Ja, aber das war noch ein ganz kleines bisschen anders, weil ich war nur das Double für den Schauspieler, weil die Versicherung denen das nicht erlaubte. Weil es war eine Verfolgungsjagd. Also wir verfolgten Franz auf dem Motorrad, wurde von uns verfolgt. Und das Tolle ist, dass der Pilot war völlig gaga. Der sagte zu mir, als es hieß, bitte noch mal an den Anfang, wir müssen es noch mal wiederholen, dann sagt er, komm, wir jagen ihn mal wirklich. Und stürzte sich so wamm, nach unten auf Franz. Und das fand ich so toll. Ich liebe Fliegen. Das ist überhaupt mit eins meiner besten Flugerlebnisse. Okay, das ist schon mal euer gemeinsames Interesse. Hast du das mal wieder gesehen? Ich glaube nicht. Hast du den Film? Ja, habe ich für vor kurzem mal wieder geguckt. Ah ja, okay, da muss ich auch nochmal schauen, irgendwie, ich weiß jetzt, wie der hieß, hat ja auch einen englischen Namen und dann einen deutschen Arbeitstitel. Weißt du, was Arbeitstitel, nur kurz erklären, ja. Ist, Filme kriegen ja während der Produktion einen Titel, mhm. Ja, und heißen dann aber später etwas anders. Also es passiert manchmal, ne, so und so weiter, ne, und insofern, es war keine sehr wichtige Episode in meinem Leben oder sowas, aber man nimmt es natürlich gerne mit, weil es natürlich die Hollywood-Größe einmal, ja, aber auch vermittelt, auch das Essen, ich weiß nicht, ob es da war, ich habe zwei solche Produktionen gemacht und ich glaube, bei einer davon war eben ein Essen aufgestellt, da war Thanksgiving Day, wo es Truthähne gibt. Der Tisch mit den Truthähnen, mit dem Gemüse, ich glaube, er war mindestens 30 Meter lang, gefühlte 30 Meter, war nicht so lang, aber das war, was die allein dafür ausgegeben haben, eine Hollywood-Produktion, gigantisch. Also wirklich, da träumst du bei uns von, weil es heißt ja, gutes Catering, gutes Essen, guter Film. Und es gibt auch Produktionen, die sparen, nicht wahr, lieber Horst? Und da kriegt man vielleicht für 2,50 Mark irgendwas schnell mal hingestellt oder so. Und da ist die Laune nicht besonders gut, vor allem für den Rest des Teams, die ordentlich schnell arbeiten sollen und so weiter. Und einmal haben sie es uns auch selber zahlen lassen im Gasthaus, eine bayerische Geschichte. Und da sage ich, setzen wir uns da hin. Der Produzent kam auch und als wir zahlen mussten, war der Produzent verschwunden. So, wer zahlt das jetzt? Wo Franz gerade sagt, das ist so eine Rolle, die nimmt man dann auch gerne mal mit. Aus der Sicht des Casters spielt so eine lange Vita. Ich sehe das oft bei Schauspielagenturen. Viele geben ihren Schauspielern so eine richtige, wie so
richtiger Lebenslauf. Da steht manchmal bis ins kleinste Detail, welche Episodenrolle. Ist das aus der Sicht eines Casters beeindruckend oder irgendwie wichtig oder ist das gar nicht so relevant? Doch, das ist schon wichtig, um zu sehen, wie flexibel auch jemand ist. Doch, ich finde das schon wichtig. Ich gucke mir auch viel davon an. Also ich habe mir im Internet immer angeguckt von den Schauspielern, was da so anzusehen war. So Demo-Bänder, Showreels nennen sie das da. Und da kann man dann quasi einen Querschnitt sehen, welche Szenen am besten gespielt wurden. Die macht man am besten dann rein. Ja, genau. Ich habe gesehen in der Vorbereitung, dass du eigentlich eine Kellnerausbildung hast. Uns interessiert natürlich alle, wie kommt man vom Kellner ins Filmgeschäft? Wo hat das Interesse seinen Ursprung? War das immer schon da oder ist das quasi während des Berufs im Umgang mit den Leuten entstanden? Ja, das Interesse war schon immer da. Ich bin ganz viel ins Kino gegangen. Es war sogar so, während meiner Kellnerlehre bin ich jeden Tag ins Kino gegangen, weil ich hatte immer Frühdienst, Frühstücksdienst und dann ein paar Stunden frei. Und dann wieder Abenddienst. Und in den freien Zeiten, was sollst du dann nach Hause fahren, das ist Quatsch. Und es gibt in Düsseldorf, oder ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, ganz viele Kinos. Vor allen Dingen da an der Ecke, wo das war, das Hotel Eden gibt es übrigens immer noch, wo ich meine Lehre gemacht habe. Und da bin ich immer ins Kino gegangen. Und dann war es so, dass ich an meinem allerersten Tag als Lehrling in dem Hotel, das war direkt neben dem alten Schauspielhaus in Düsseldorf, mein allerersten Gast, den ich je bedient habe, war Tilla Tourieux. Für die Jüngeren von uns? Für die Jüngeren von euch wird es etwas schwierig, weil die kennt man nicht so sehr. Ja. Aber die ist berühmt vor allen Dingen für ihr Buch über ihr Leben, das hieß Meine ersten 100 Jahre. Die wurde nämlich weit über 100 und hat dann auch immer noch gespielt. Also hast du viele Schauspieler kennengelernt in dieser Zeit bereits, so quasi neben dem Job, nebenbei so ein bisschen reingeguckt in diese Branche? Ja, das ist richtig. Ich war dann nachher, war ich erst Kellner, aber nur eine ganz kurze Zeit und dann lange Barmann in einer Promi-Bar. Mhm. Und da verkehrten ganz viele berühmte Leute. Wie hast du den Sprung dann geschafft, quasi hinter der Theke raus, vor die Theke und das dann beruflich machen? Wo gab es da eine Person, die dich da reingeholt hat oder wie ging das dann los? Das war eigentlich relativ einfach. Ich habe ein paar Jahre auf den Bermudas gelebt und gearbeitet, 3,5 Jahre, und bin dann zurückgekommen und habe im berühmten Hotel Schweizerhof die Schwimmbadbar übernommen. Das heißt, ich war der erste Barmann da. Und die dachten auch, von den Bermudas und so, das passt, den setzen wir mal dahin. Und da verkehrten ganz viele, tun sie das immer noch, im Schweizerhof, kennst du das Hotel, ne? Wie oft warst du da, Franz? In Düsseldorf ist es, ich frage jetzt einfach. Nein, in Berlin. Ach, in Berlin, im Schweizerhof, nein, da hatte ich die Ehre noch nicht. Aber ich gehe mal hin und guck mal, wer jetzt an der Bar steht. Ja, und dann hatte ich da unter anderem einen Gast, der jeden Morgen kam und einen Kaffee zu sich nahm, und der war Filmproduzent. Okay. Ja. Und mit dem habe ich dann angefangen, mich über Film zu unterhalten. Und der hat irgendwann gesagt, was ich auch beabsichtigt hatte, aber ich habe nicht direkt darauf hingearbeitet, sondern hintenrum, hat er dann zu mir gesagt, you know so much about the movies, why aren't you working in the movie business? Berechtigte Frage. Ja, und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie man an einen Job kommt. Und dann hat er gesagt, ganz einfach, du brauchst einen Produzenten, der dir einen Job gibt. Und du hast einen gefunden. War das für dich dann eine lange Entscheidung, dass du sagst, oh, mache ich das nicht? Oder war das für dich so der Befreiungsschlag, dass du sagst, ja, da gehöre ich auch hin? Nein, da ist was ganz Skurriles.
weil die wohnten auch alle im Schweizer Hof und haben nachher da auch ganz viel gedreht von diesem Film. Die wohnten im Schweizer Hof und das Management vom Schweizer Hof hat, als ich denen das sagte, ich möchte aufhören und möchte da einen Job an, haben die gesagt, sie wissen ja gar nicht, was da auf sie zukommt, aber weil wir sie so schätzen, wir geben ihnen 3 Monate frei und dann können sie wieder bei uns anfangen. Das ist aber fair, unbezahlter Urlaub sozusagen. Absolut, ja. Unabhängig von diesen 3 Monaten, hast du das jemals bereut, das gemacht zu haben? Oder gab es da einmal so einen Punkt, wo du gesagt hast, war doch zu großes Haifischbecken oder war das immer der richtige Weg? Nein, es war immer der richtige Weg, weil Film und Fernsehen ist mein Leben. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, als was hast du denn dann angefangen? Ich meine, als er gesagt hat, er wird dich zu sich nehmen, was war denn die Aufgabe, als was? Da war das, da nach dem amerikanischen System, das ist ein bisschen anders. Die Regieassistenten haben da andere Funktionen. Und da war ich 3. Regieassistent. Und der 1. und der 2. Regieassistent mochten sich überhaupt ganz und gar nicht. Weil der 1. Regieassistent war ein mieses Stück Scheiße, wirklich. Wolfgang Klattes, den hasst in Hollywood jeder. Es gibt niemanden in Hollywood, der den nicht abgrundtief hasst. Und ich habe 4 Filme mit ihm gemacht. Das zeigt meine masochistische Ader. Aber konntest du dann quasi auch ein bisschen vermitteln? Warst du dann, war das auch dein Job dann? Nein, das war so, dass der 2. Regieassistent war Michael Mackenroth, später ein berühmter Regisseur, Fernsehregisseur. Der sagte, oder der Wolfgang Klatz sagte, dann nehme ich Horst mit ans Set und du machst alles im Büro, zu dem Michael. Mhm. Und dann kam ich ans Set und war dann da quasi, ja, mehr als nur ein Assi, sondern musste gleich, als allererstes hat der Wolfgang Klatz mich da zur Schnecke gemacht, vor Hunderten von Komparsen. Und hat dann gesagt, so, jetzt sag denen mal, was sie zu tun haben. Mhm. Selbstverständlich haben die alle nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Keiner von denen. Also es war durchaus ein schwieriger Start sozusagen. Das war ein sehr schwerer Start, ja. War das innerhalb dieser 3 Monate alles? Ja. Und trotzdem bist du dabei geblieben. Was hat da den Ausschlag gegeben? Was war dann letztendlich die Aufgabe, die dich dann auch erfüllt hat? Den Ausschlag gegeben hat, ist, dass da ein Kollege war, der Wuffi Peters, der ist jetzt ein bekannter Tonmeister. Der war da auch, ich weiß gar nicht mehr in welcher Funktion. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich bin hier bei Atze Brauner in einer Serie und du kannst bei uns anfangen, wenn du möchtest. Und das habe ich dann gemacht. Dann bin ich ins Schwarze Hof, habe gesagt, ich möchte doch nicht weitermachen. Ich will weiter dabei bleiben. Und das war es dann. Und was war da die Aufgabe? Und wie ging es so langsam dann ins Casting, ins Coaching? Wo war da die Schnittstelle? Ja, wie es zum Casting kam, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, da ich mit den Schauspielern ständig zu tun habe, mach doch das Casting, weil dann hast du nicht die Überraschungen. Dann musst du dich nicht ärgern über Leute, die doof sind, sondern du kannst von vorne mit aussuchen. Und da habe ich das gemacht. Das ist ein relevanter Punkt. Kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal dazu, wenn es darum geht, die Schauspieler auszusuchen. Da muss ja so ein bisschen das Persönliche auch wahrscheinlich mal ein bisschen auf der Strecke bleiben, muss man sich eher zurücknehmen. Sympathie darf da auch nicht so die große Rolle spielen, oder? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, wer vom Gefühl her für die Rolle passt. Ja, genau. Also ich finde das auch hochinteressant, weil man kriegt ja, also um sich einen Eindruck zu verschaffen, erstmal ein Drehbuch. Auch der Caster hat ja nichts anderes. Oder hattest du schon, meine Frage, irgendwas das Gezeichnetes? Es gibt ja Storyboards, wo dann gezeichnet wird oder sowas, dass man schon mal einen bildlichen Eindruck kriegt. Ach, der springt von der Brücke so oder so.
Ja, wenn, also gibt ja sowas, dann kriegt man schon mal einen Eindruck ein bisschen, also wenn es um Spezialitäten geht, wenn da nur einer steht, der einen Anzug hat, dann sagt man, hat einen Anzug an. Ne? So. Aber es gibt ja bei Rollen auch gewisse Anforderungen. Also, auch äußerliche meinst du? Ja, ja, auch körperliche Anforderungen. Da muss ja einer schon eine Schlägerei gut können oder sowas. Ne? So, dann sind so Sachen, wo man dann auch wahrscheinlich als Caster dankbar ist, wenn man mal ein Video sieht, ob der das wirklich kann. Nicht, der sagt, ich kann Geige spielen, da steht der am Set, man gibt ihm die Geige und er sagt ihm, was mache ich jetzt mit der Ziehharmonika? Relevanter Punkt. Weil eins muss man wissen, wenn man einen Schauspieler, ich würde sagen fast 99% aller Schauspieler, fragt, kannst du Geige spielen, wird er immer sofort sagen, jawohl. Sofort. Ja, da muss ich jetzt mal Einspruch, also wirklich, Geige ist ein schweres Instrument, ich habe nämlich Geige gespielt. Und doch, und derjenige würde dann, wenn er die Rolle bekommen würde, würde er Unterricht nehmen dafür. Da muss man das Casting aber dann schnell zügig danach machen. Ja, das stimmt schon. Das muss man auch sagen. Das haben wir von der Systematik her. Ja. Man kriegt auch, und das habe ich in der Lindenstraße auch, man kriegt Unterricht. Ja, wenn man die Rolle Olaf hat ja dann mal angefangen, Ziehharmonika zu spielen. Das konnte ich nicht. Ich habe, wie gesagt, Geige gespielt, auch im Schulorchester, in einem Barockorchester. Also ich konnte mit der Geige was spielen. Mhm. Das verlernt man. Geige ist schwierig aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich Ziehharmonika gelernt und da hat mir dann die liebe Produktion hat gesagt, ja, dass der besser springen kann. Na gut, mir zahlen dir mal 20 Stunden. Ich hatte eine sehr gute Lehrerin in München. Gell? Also 20 Stunden ungefähr, sag mal, konntest du es dann lernen. Gell? Und so weiter. Na, so. Dann habe ich da gearbeitet, geübt und konnte tatsächlich mit Klaviatur, ja, weil es ist ja was Neues. Man muss schon, ich habe viel geübt. Ich hatte das auch gerne und habe dann 2-3 Lieder gespielt. Ja, die wurden immer Olaf spielt wieder das oder jenes. Mhm. Oder Happy Birthday. Für die Mama gibt es so eine Szene. Du hast ja also quasi auch so ein kleines Repertoire drauf gelernt. Ja, ja, habe ich drauf gelernt. Dann war zeitlang die Ziehharmonika nicht mehr irgendwo im Drehbuch drin. Dann kam sie wieder. In der Zwischenzeit hatte ich das dritte und das zweite Lied nicht mehr richtig drauf. Und dann habe ich immer nur das Gleiche gespielt, ein Lied. Dann hat der Regisseur gesagt, hör mal Franz, kannst du auch mal was anderes spielen? Ich meine, du hast doch früher mal, ich erinnere mich doch, kannst du... gesagt, ja, aber ich kann es nicht so gut. Und das Lied war ganz berühmt. Ja, das war also ein wunderschönes Lied. Da haben wir auch die Rechte gekriegt dafür. Das muss ja auch Rechte haben und so weiter. Da habe ich alles verfolgt. Im Grunde schon ein altes Stück. Und das hieß, der Weg zu meinem Dirndl ist Stohni, ist Stohni, ist Stohni, schrumm, schrumm, schrumm. Drum gehen ihn am liebsten hallo, hallo, hallo bei der Nacht. Für diejenigen, nicht nur die Jüngeren, sondern für die Dialekt des Nichtmächtigen. Das heißt, der Weg zu meinem Mädchen ist steinig, drum gehe ich ihn am liebsten alleinig. Der Weg zu meinem Mädchen ist steinig. Ja, auf jeden Fall ist der Weg zu meinem Dirndl steinig oder so weiter. Ja, ein Schicksalslied und das hatte ich drauf und das musste, weil die Zeit gedrängt hat, habe ich es halt nochmal gespielt. Das ist die ganze Sache. Ja, Lindenstraße ist ein gutes Stichwort. Wir sitzen hier, ja, ich blende auf der YouTube-Spur auch mal ein paar Bilder ein. Wir sitzen hier quasi auch unter Bildern der Lindenstraße und zwar ziemlich frühe Porträts des ersten Castes. Was war deine erste Berührung mit dem Format Lindenstraße? Ja, es war so, dass mich der damalige Produktionsleiter mehrfach anrief und bat, das Casting zu übernehmen. Ich wollte das aber nicht, weil ich war da ein bisschen arrogant. Ich wollte lieber weiter beim Film arbeiten. Mhm. Und ich habe beim Film zwischendurch immer Lücken gehabt, aber dann habe ich einfach gekellnert. Okay, gut, das lag dir ja ebenso. Genau. Und das habe ich auch immer ganz gerne gemacht. Und aber irgendwann war es dann so, dass er mir sagte, also der Geißenhofer der braucht jemand, der für ihn das Casting macht und der würde dich gerne kennenlernen. Warum ausgerechnet dich? Weil der Stefan Schieder mich kannte und mit mir schon zusammengearbeitet hatte. Mhm. Und auch als Caster schon. Und dann bin ich nach München gefahren und eins muss man sagen, der Geißendörfer, man kann ihn lieben oder hassen, hat etwas sehr Gewinnendes. Also der hat, nicht umsonst hat er so eine Art
Guru aufgebaut um sich herum. Der hat das auch. Der kann das. Der kann Leute. Der hat nach kurzer Zeit hat er mich schon in den Finger gewickelt. Und da er ein berühmter Filmregisseur war, ne, und hat mir dann erzählt, was er vorhat, hat mir auch gesagt, woher die Idee kommt und so. Und das hat mich dann doch begeistert. Und habe ich gesagt, okay, dann steige ich ein. Und es hieß dann nur für kurze Zeit, dann sollten noch in München gedreht werden, nicht in Köln. Nur für kurze Zeit, für ein paar Monate. Und dann kannst du wieder deine Filme machen. Also solltest du eigentlich so den ersten Hauptcast mit aussuchen und dann läuft das schon von alleine, so war der Grundgedanke. So ungefähr. Ja. Und für die Besetzung in München nehmen sie dann irgendjemand anders. Mhm. Ich sollte zuerst mal nur die Hauptrollen casten. Hast du, als du das Konzept Lindenstraße gehört hast, hast du da an den Erfolg geglaubt? Nicht wirklich, weil es war schon was Neues. Mhm. Weil der Geißenhofer wollte ja was Neues. Der wollte von den Soaps weg und wollte aktuelle Themen da reinarbeiten, war politisch sehr links. Das war sowieso, Geißenhofer hat sich immer so als politisch sehr links verkauft. Ob das so ist, weiß ich nicht. Er kommt aus einer sehr reichen Familie und wie links kann man da sein? Aber die Mütze war schon immer links. Also da muss ich mal einhaken. Was ich von der Mütze weiß, ist, dass er natürlich früher keine Mütze getragen hat. Dann wurde er etwas haarloser und hatte sich etwas erkältet. Und diese Erkältung, eine Art von Nebenhöhlenproblematik im Kopf oben, ging einfach nicht weg. Und irgendjemand hat dann gesagt, sie verdampfen zu viel Hitze auf ihrem Kopf, weil da oben jetzt nicht mehr so viele Haare sind. Und dann hat er diese Mütze sich stricken lassen oder sowas, die da genau drauf passt, oder? Und seitdem hat er diese Nebenhöhlengeschichte eben nicht mehr gehabt. Und dann hat er sie immer aufgezogen. Ist natürlich jetzt irgendwie auch so seine Signatur geworden. Dazu kann ich nur sagen, das ist auch eins der Sachen, die mir dieser erste Mann, der mir den Job gegeben hat, der hieß übrigens Judd Bernard, der hat mir ein paar Tipps gegeben für das Überleben. Und eine davon, für das Überleben in der Branche, nicht wahr? Und eine davon war, always keep your head warm. Das hat er dann ja berücksichtigt. Und der Geißendorfer hat ja selber sich so ein bisschen selbst zur Kultfigur auch gemacht. Er hat ja auch offensichtlich eine spezielle Aura. Er hatte ja selber auch Autogrammkarten von sich gehabt. Ich habe in einem Interview von dir gehört, dass es darauf ankam, gerade bei der Urbesetzung, möglichst nicht zu viele, zu prominente Leute zu nehmen. Wahrscheinlich auch, damit man dem Cast das abkauft, dass das so die neuen Nachbarn sind. Was waren so die groben Voraussetzungen, was man dir gesagt hat? Woran erinnerst du dich da noch? Ja, genau das war eigentlich das Entscheidende. Und daher wollte er auch, obwohl sie für die Rolle toll war, Marie-Louise Mayern erst gar nicht haben, weil die war sehr bekannt. Und als ich dann mit Ludwig Haas ankam, der war ihm auch zu bekannt. Also das waren die beiden Leute, die jeder kannte. Alle anderen kannte man nicht. Und er hat zu mir, das fand ich natürlich auch eine reizvolle Aufgabe, der hat gesagt, geh bitte in den Theater und guck dir Leute in den Theater an. Wir möchten Leute haben, die man nicht so oft im Fernsehen sieht. Und darum bin ich am Anfang ganz, ganz viel in Theater gegangen. Später übrigens immer noch. Ist das schwer? Ich habe öfters in Interviews gehört, ein Theaterschauspieler ist nicht automatisch ein guter Fernsehschauspieler. Das ist richtig. Man muss den meisten Theaterschauspielern etwas ganz Wichtiges beibringen. Mhm. Und zwar aufhören zu spielen. Also keine großen Gesten. Es muss natürlich wirken. Es soll nicht rüberkommen wie ein Schauspiel, sonst ist am Theater. Ja, eben. Es geht nicht darum zu spielen, sondern es geht darum zu sein. Und das ist sehr viel schwerer.
sehr viel schwerer, nicht wahr, Franz? Ja, es ist ja so, das stimmt total. Und das ist, ich meine, das ist jetzt auch nicht getan, indem man gecastet wird. Mhm. Und indem der Caster sagt, also von jetzt ab, wenn Sie die Rolle spielen, dann ich gratuliere Ihnen, dass Sie einen Vertrag haben. Und von jetzt ab müssen Sie sein und nicht mehr spielen. Da wird man ja, das reicht ja nicht. Ja. Dafür gibt es ja extra Ausbildungsbereiche, die es früher an der Schauspielschule eben nicht gab. Also, ich war auf der Schauspielschule bei der alten Ruth von Zerboni und da fielen eben die Schauspieler raus und gingen meistens ans Theater. Ne? Und ein paar hübsche Mädels oder sowas, die dann beim Film attraktiv gefunden wurden, hat man dann eben gleich einen Film gepackt und hat gesagt, okay, wir brauchen da und das und das und das und das. Und das. Aber von daher gesehen hatten wir, glaube ich, keine Filmlektionen. Das hat man heute aber. Ja, weil es gibt viele Gesetzmäßigkeiten, die man kennen sollte. Und das, was der Horst sagt mit diesem inneren Sein. Ja, sowas habe ich dann gedacht am Theater, als ich ein paar Jahre am Theater war. Ich war ja im Stadttheater in Bonn zum Beispiel und so. Und da habe ich gedacht, ich möchte das. Das möchte ich mehr lernen, weil ich merkte das an mir, dass ich das noch nicht so kann. Und dann bin ich eben zu Lee Strasberg auf die Schauspielschule in den Theaterferien gefahren. Da war ein Kurs, da waren auch etliche Deutsche da und so weiter. Und die bin dann dahin und die lehren sowas als Zentralobjekt. Da hast du quasi dich selber in deinem Metier weitergebildet, kann man sagen. Ja, total weitergebildet, total. Bitte? War das bei Walter Lott? Genau, Walter Lott habe ich kennengelernt. Von diesen Schauspiellehrern kamen dann ein, zwei Jahre später einige nach Deutschland. Weil der Strasberg hatte die Idee, ich hatte den auch kennengelernt, den alten Herrn, ja, ist ja sehr bekannt, da war Marilyn Monroe, was das sind natürlich Namen. Dann war Robert. Die sagt mir was. Ja, Marlon Brando zum Beispiel. Der hängt übrigens da hinten, ich sehe den da leuchten. Der Herr Scheel hat nämlich Marlon Brando als Pate an der Wand. Das muss man im Podcast mal beschreiben. Mit Katze. Moment. Oh ja, oh, der hat eine Katze auf dem Schoß. Warum eine Katze? Warum hat Marlon Brando eine Katze? Musst du den Film mal angucken. Ah. Der Film heißt Der Pate. Ah. Und der hat immer die Katze auf dem Schoß, streichelt die und gibt dann Befehle zum Töten. Ach du Schreck. Auf jeden Fall, dieses Sein, das ist wirklich das Maßgebliche, weil es ist auch nochmal, für mich wäre es interessant, einfach zu erfahren, wie merkt man denn an einem Schauspieler das Sein? Weil dieses Sein, weißt du, es ist so beim Film, einfach nur zwei Gesetzmäßigkeiten, auch für die Leute, die zuhören. Du musst beim Film ganz wenig machen, weil die Kamera ist ja oft, selbst wenn du die ganze Person zeigst, ja, also nicht. Oder eine halbnahe nennt man das, wenn man beim Gürtel unten und bis so über den Kopf. So, siehst du ja jedes Zucken, ja, vor allem auf der Leinwand, das ist ja, da siehst du ja alles. Ja. Und wenn einer dann irgendwie, so wie auf der Bühne, ist es wurscht, ob du mal mit der linken Schulter mehr oder weniger zuckst oder mit dem Ohrläppchen oder was. In der Großaufnahme oder überhaupt in der Aufnahme ist es tödlich. Man sagt, was hat er jetzt? Ist der krank? Ja. Hat der Zuckungen? Hat der Muskelprobleme? Was hat er? Und man sieht auch, dabei die inneren Vorgänge des Schauspielers, die sieht man dann, wenn er am ruhigsten ist. Mhm. Weil man sieht es ja an den Feinheiten, weißt du? Also ganz feine Bewegungen, vielleicht nur so eine ganz leichte Öffnung der Augenpupillen oder sowas. Ja, das kann schon heißen, ach, jetzt habe ich dich entdeckt. Oder eröffnet die Augen ein bisschen, einen halben Millimeter, nach dem Motto, oh, die ist ja doch interessant, wenn man eine Frau anschaut. Weil diese Feinheiten, und das muss man üben. Noch ein Tipp für diejenigen, die sowas mal machen wollen. Niemals vor dem Spiegel üben. Das ist ein Fehler. Weil wenn du dann spielst, hast du deinen eigenen Spiegel nicht mehr. Das heißt, du musst es im Inneren, und das ist nochmal das Sein, was er sagt, das ist nämlich genau der zentrale Hammerpunkt. Du musst es sein, weißt du, aus dir heraus und das empfinden. Dieses hat man uns sozusagen mit Methoden gelehrt auf der Schauspielschule in Hollywood. Und da war ich sehr dankbar und dann kam ich wieder zurück und dann habe ich weiter Theater gespielt und habe dieses Wissen wirklich inhaliert und konnte es manchmal auch wirklich, vor allem beim Film später, konnte ich das anwenden. Okay? Wie schwer ist das, wenn man im Theater sitzt, rauszusortieren, den könnte ich mal fragen, ob er nicht Lust hat auf Serie, der wäre geeignet. Macht man da auch Fehlgriffe, von denen man selbst überrascht ist, worauf achtet man? Ja, ob man Fehlgriffe macht, weiß ich gar nicht so. Weil erstmal gehe ich danach, was für ein Typ ist das? Was für ein Typ brauche ich?
Und dann treffe ich mich mit dem und dann in der Unterhaltung kommt raus, ob ich meine, der würde passen. Und ich mache ja dann Probeaufnahmen. Dann finde ich es ja raus. Kann man, wenn man jetzt nochmal auf die Anfänge zurückkommt, sagen, welche Rolle besonders schwer war zu finden? Oder gibt es da was, woran du dich erinnerst, wo du sagst, na, das war wirklich nicht so leicht? Ja, schwierig war, weil es das gab es damals noch nicht. Schwierig waren die Ausländerrollen. Also zum Beispiel der Sarikakis, wie hieß der noch? Was ist das? Nein. Der Hermes. Ja, den Hermes, ja. Wie hieß die Rolle? Vasili, genau. der war eigentlich Architekt. Und an den bin ich rangekommen, weil der in einem Lokal öfter verkehrte. Und die sagten, da gibt's einen Griechen, frag den doch mal. Und ich habe den gefragt und er hat gesagt, Schauspielerei, bist du bekloppt? Also was soll ich? Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das noch nie gemacht und so. Na, Probeaufnahmen gemacht und hat das gut gemacht und wir haben ihn genommen. Wie war das bei, ja? Oder bei seiner Mutter war da war es sogar noch dramatischer. Da hatten wir eine Frau, eine Griechin gecastet und fanden die sehr gut. Und der Mann hatte dann verboten aufzudrehen. Und dann habe ich gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, frag doch mal meine Schwägerin. Die hat keinen Mann, der kann keiner was verbieten. Das ist ja fantastisch. Ja, und vor allem, weil ich dachte, der springende Punkt wäre, dass sie auch selber ein Lokal hatte. Das kam ja, doch ja, noch hinzu. Das hatten die auch. Die hatte ein Lokal. Da, und das war bei mir um die Ecke und da war ich auch später jeden Sonntag zum Mittagessen. Das sollte auch drin sein, wenn du das Leben schon so maßgeblich veränderst. Vor allen Dingen bei einem Produkt, das man ja noch gar nicht greifen kann. Die Lindenstraße gab es ja noch nicht. Ich meine nicht Domler, ich meine die andere Frau. Ja. Das Essen bei Domler war unerträglich schlecht. Achso, du warst nicht bei Domner Adamopoulo oder wie die hieß? Das war ja eigentlich eher ein Imbiss, den sie hatte. Aber da war gut Geld mitverdient. Ich war mal da raus rein, eine unglaublich lebendige Ecke dort und so weiter. Ne? Oder? Gut Geld, die Frau war Millionärin. Ja, siehst du, beim Film haben wir das nicht verdient, oder? Wir machen jetzt einen Imbiss auf oder sowas. Horst und Franz, die harte Nummer. Wie war es mit den, Kindern? Weil das ist ja ebenso branchenfremd. Die können ja auch keine Schauspielausbildung haben. Wie geht man da ran? Ich glaube auch irgendwann mal gelesen zu haben, dass du gesagt hast, bei den Stadlers haben wir zuerst die Kinder gecastet und dann die Eltern danach. Wie geht man da vor? Also mit den Kindern war es so, da habe ich auf eine Kollegin zurückgegriffen, die sich spezialisiert hatte fürs Kindercasting. Mhm. Und die wohnte komischerweise in dem Haus, in dem ich später 23 Jahre lang wohnte. Also das war sehr seltsam. Ja. Und wie das mit dem Casting, das war sehr unterschiedlich. Da war das zum Beispiel bei Christian Kamann war es so, das war, die Rolle war eigentlich älter gedacht. Und wir haben, und seine Mutter hat darauf bestanden, dass ich ihn zum Casting einlade. Das war so eine richtige Stage Mother, die hat so richtig gekämpft. Damit hat man öfter zu tun, nehme ich an. Ja, da muss man sich schon dran gewöhnen. Und dann haben wir ihn zum Casting eingeladen, aber es war eine Szene für einen sehr viel älteren Jungen geschrieben, wo es um Sex ging. Und der hat das gespielt und wir waren so begeistert, weil das gab der Rolle was ganz anderes. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die Rolle jünger. Alles klar. Es war auch so, dass die Rolle Benny Beimer sehr früh sich auch schon für Beate interessiert hat. Und er hat sich sehr schnell so aus diesem Kinderkosmos, was eigentlich dem Klaus dann zugehört, hat er sich schon rausgekämpft. Ja. Und das war so, damit fing es an. Und das war natürlich toll. Das kam gut an. Gab es auch Rollen, wo man, sagen wir mal, relativ lange gebraucht hat, wo man mehrere Leute in der Auswahl hatte und sagte, ja, wer wird denn jetzt der Mann von Helga? Oder wo man auch vielleicht innerhalb des Teams, das ja noch im Aufbau war, viel gekämpft hat, wen man da am besten findet.
Ja, so ist es ja nicht, sondern es gibt ja Entscheider. Es gibt den Geißendörfer und die Redaktion, es waren meistens Redakteurinnen, die treffen ja letztendlich die Entscheidung. Und da muss man gar nicht viel, man legt denen Vorschläge vor, sagt auch seine Meinung dazu, aber entscheiden machen die. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen 1, 2, 3 Jahre weiterspringen, als die Lindenstraße schon lange lief und sich auch so langsam in den 90ern war die ja unglaublich populär. Wie ist man da rangegangen, wenn man jetzt eine neue Hauptrolle gesucht hat? Was hast du für Handwerkszeug bekommen und wie ging das dann tatsächlich vonstatten in Zeiten, wo es kein Internet gab, wo man nicht durchscrollen konnte, wo man keine Videos vorab schon online aufrufen konnte? Wie sah so dein Castingprozess, sagen wir mal so in den frühen 90ern aus, wenn man da eine neue Rolle einführen wollte? Ja, ich hatte wie alle Caster Hunderte, Tausende von Wiederbindern. Um Gottes Willen. Wirklich extrem viele. Ich habe irgendwo Fotos, zeige ich Ihnen mal. Ja. Und da musst du dich dann durcharbeiten. Das hast du aber, hast du mir vorhin gesagt, nicht vor Ort gemacht. Ich habe ja immer gedacht, dass Horst de Scheel auch dort am Studio sitzt. Braucht es da ein bisschen Abstand dazu? Ist das auch Teil des Erfolgs? Das war für mich so. Ich brauchte den Abstand und ich hatte auch mit Geißendörfer einen Vertrag, dass ich nicht exklusiv für die Lindenstraße gecastet habe, sondern auch andere Projekte machen durfte, damit ich nicht so einseitig... Okay. Ja. Damit du nicht diesen Tunnelblind, nicht betriebsblind wirst oder nicht branchenblind, damit du immer noch weißt, was wird eigentlich so gerade gesucht. Okay, du hast dann ein Rollenprofil, du hast eine Menge von Videobändern und dann? Ja, und dann mache ich erstmal eine Vorauswahl aufgrund von Bildern, wo ich denke, das könnte es sein. Weil Schauspieler mussten damals auch ganz, ganz viele Bilder, das war sehr teuer. Ganz viele Bilder machen und die überall hin verschicken. Ne, Franz? Das war absolut richtig teuer. Ja, also da war wirklich Werbung für einen Schauspieler ein Kostenpunkt. Weil du musstest zum Fotografen, ne? Das nannte man Sitzung. Also wenn man einen richtigen Profi genommen hat. Ja. Und man musste, damit die Bilder gut sind, weil es lag ja dran, es waren Schwarz-Weiß-Fotos, also überwiegend immer noch längst zur Farbenzeit immer Schwarz-Weiß gecastet, weil die Persönlichkeit ja, strukturiert sich aus dem Schwarz-Weiß-Foto für den Beobachtenden, als der die Charakterrolle kennt, sehr viel besser raus. Ich erinnere an die Autogrammkarten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Lindenstraße hatte fast bis zum Schluss immer Schwarz-Weiß-Bilder, ja. Ja, ja, eben. Und das ist dann auch sehr teuer, weil man will, es gibt ja viele Studios, es gibt viele Karteien, ne, es gibt die Sender, also dann gibt es den deutschsprachigen Raum, es gibt auch noch Österreich, ne, die machen auch was. Es gibt die Schweiz, die machen nicht so viel, aber auch das. Also wenn man richtig groß machen will, muss man, dann sind das maßgebliche Maß für ein Schauspielerfoto war, ich lasse mich gern korrigieren, 18 auf 24. Ja, ist das so? Richtig. Also 18 auf 24 Zentimeter, das kostete beim Fotograf damals schon Geld. Also das war nicht für 20 Pfennig zu haben. Natürlich, wenn man davon viele machen hat lassen, aber da gab es auch in dem Sinne, war das ja zum großen Teil Handarbeit. Ja. Das heißt, die haben das per Hand vergrößert und dann wurden das natürlich auch gute Bilder. Also wenn man einen guten Fotografen hatte, der das gut technisch konnte, sind schon tolle Bilder, oder? Was, im Vergleich zu dem schnellen Internetarbeiten und hier schnell mal ein Bild gemacht und so. Aber man muss als Schauspieler, um das zu sagen, man muss natürlich auch, es ist ja ein Business, es ist ja ein Geschäft. Man muss ja auch in sein eigenes Geschäft investieren. Das nennt man heute Marketing sozusagen, ne? Und das ist Marketing. Und die Agentur sagt auch, sagen Sie mal, die Fotos, ich weiß nicht, ob ich sie noch anbringen kann. Sie sehen ja gar nicht mehr so aus, wenn man vorbeikommt. Man hat sich verändert. Das muss aktuell sein. Ja, es macht einen Unterschied, ob man jetzt 31 ist oder 41. Das ist für Caster schon ein extremer Schnitt. Ja, und dazu kommt noch etwas, dass man nicht nur an alle Caster das schicken muss, an alle Sender das schicken muss, an die Besetzungsbüro des Senders, sondern, und das hören Caster nicht gerne und wollen nicht, dass ich das sage, ganz wichtig, mit das Allerwichtigste, an Regisseure verschicken, über die Caster hinweg. Ah, weil die sagen, ich hätte gerne den, caste doch den. Der Franz hebt die Hand. Ja, ich hebe die Hand deswegen, weil er völlig recht hat. Und wenn man richtig aggressive Werbung macht, und das habe ich sehr schnell gelernt gehabt, ja. Ja, macht man das sehr, sehr stark. Ja, so. Weil man will ja,
Wenn man Filme guckt, sieht man ja, der Regisseur heißt so und so, ein toller Film, dann gehe ich da direkt dran, sozusagen, weil die haben nämlich auch ihre Kartei, das muss man wissen, weil die gehen nämlich nicht immer über den Caster oft oder sowas, sondern, oder zumindest vielleicht, wenn sie einen Vertrag haben mit einem Caster, müssen sie das, aber sie haben ihre Kartei und da gucken sie, haben sie dann ihre, was weiß ich, 250 Lieblingscharaktere drin und sagen dann zu ihrer Frau, sag mal, Senta, ich war nämlich auch bei Senta Berger einmal, ja, hab mal geklopft bei denen oder geklingelt und dann hat mir Senta Berger aufgemacht von Sentana Film, eine Produktion mit Verhoeven. Da habe ich auch eine sehr gute Rolle gekriegt dort. Nur durch mein, man nennt es Antichambrieren. Man steht da mal im Vorzimmer bei irgendeiner Produktion. Ja, du machst auf dich aufmerksam, du bist schon mal zu sehen. Und das Allerwichtigste, was da wieder, wenn man es so weit gebracht hat oder dahin gegangen ist, ist das Allerwichtigste, also es macht einem ja nicht immer ein Star wie Senta Berger die Tür auf, sondern meistens eine Sekretärin oder ihr und sagt, Grüß Gott, was wollen Sie? Sag ich, Grüß Gott, ich bin Schauspieler, ich habe hier ein paar Bilder dabei, haben Sie eine Kartei? So habe ich ganz Berlin abgeklappert. Dann sagt die meistens zu der Zeit ja. Ne? Und sage ich, ja, dann darf ich Ihnen die geben oder sowas. Ja, sage ich, ich gebe es Ihnen gerne, warten Sie mal, ich muss schnell mal ein bisschen kramern. Ne? Und dann kommt man rein. Wichtig ist, dass man mal reinkommt und nicht an der Tür draußen bleibt. Dann kommt man rein. By the way, habe ich natürlich gefragt, wie heißen Sie denn? Ah, ich heiße Cecilia Burkhardt. Ne? Habe ich mir gemerkt natürlich. Und das sind die Produktionsassistentinnen, so nannten die. Sehr, sehr extrem mächtige Leute. Aber wenn ich mir vorstelle, du sagst jetzt auch, die Schauspieler verschicken das auch selber an alle, an Regisseure an, dann habt ihr ja wahrscheinlich, ich gehe jetzt auf die Lindenstraße zurück, auch jeden Tag unglaublich viele Videobänder und Setfotos und so bekommen, oder nicht? Hunderte. Wirklich, also es ist absoluter Wahnsinn, wie viel. Deswegen muss man es natürlich geschickt machen. Ne? Man kann da nicht wie jeder anrufen, grüß Gott, da kann man am besten nicht telefonieren, wenn es irgendwie geht, weil das sind sie genervt. Sie sind genervt, das Telefon klingelt, kommt schon wieder so ein Schauspieler. Ja. Wenn du das am Tag 15 Mal hast, oder sag mal ganz gelinde, jeden Tag kommt nur einer, ne? Dann, das sind in der Woche auch wieder 20 Schauspieler, die man gar nicht will und braucht, weil die sind gar nicht im Moment im Geschäft oder sowas. Na, wie auch immer, auf jeden Fall ist man in dem Bereich, wo man lästig fällt. Und das ist natürlich schlimm, weil das ist natürlich, dann erinnern die sich an einen nach dem Motto, ach, der hieß so und so und der war am Telefon auch ein Depp oder sowas oder hat mich genervt. Dann legen die einen eventuell, wenn sie einen später am Tisch sehen, vielleicht auch zur Seite nach dem Motto, der hat mich am Telefon mal genervt. Das wissen die natürlich auch noch, die sind ja nicht doof. Deswegen ist es ganz wichtig, diese kleinen Moment, ja, dieser kleine, das ist ja wie eine Rolle. Ja. Das ist, du spielst einen, der sich bewirbt, gehst an die Tür, klingelst. Ja, du stellst dich selber da in dem Moment. Natürlich, das ist ja auch das Problem, dass eins der maßgeblichen Probleme bei der Schauspielerei ist, ja, dass man sich selber verkaufen muss. Ja, dass man, weißt du, wenn man, ich sage immer, ein Maler, wie ich wäre gern Maler, er ist doch super, er malt ein Bild, stellt es dann hin auf den Tisch oder an die Wand, macht eine Ausstellung, sagt, das Bild kostet 500, das andere kostet 700 und dann nimmt er das Bild mit, gibt das Geld her und fertig. Hier musst du dich immer selber in irgendeiner Weise den Leuten nahebringen. Und jeder hat eine andere Art von Ausmaß der Lust auf einen Schauspieler. Meist haben sie gar keine Lust. Sie brauchen aber Schauspieler, sonst gibt es keinen Film. Das wissen die auch. Aber sie lassen sich das, also Produzenten oder wer auch immer, wenn man ihnen lästig fällt, lassen einen das natürlich spüren nach dem Motto, ja, wir wissen es ja. Aber alles ohne Schauspieler können sie auch keinen Film machen. Also man wird gebraucht. Und da muss man halt ein paar Freunde finden. Also es gilt ja dazu, einfach Vertraute zu finden, wie zum Beispiel Lisa Meister, die einem die Tür aufmacht, wie er sagt, Produktionsassistentin oder überhaupt nur eine Sekretärin, die am Telefon ist. Wichtig ist, dass das dieselbe ist, die später am Telefon ist. Das ist wichtig. Ja. Du musst im Gedächtnis bleiben, du musst dich an dich erinnern und sagen, dann nehmen wir doch den Rampelmann sozusagen. Ja, genau, ist mir oft passiert. Ich hatte dann einen Aktenordner angelegt, ganz ordentlich, mit allen Produktionen, wo ich war, dann einen Zeitplan gemacht, wann ich mich wieder melde. Ja, ein Vierteljahr, ja, nicht gleich zwei Tage später, grüß Gott, ich war doch vorgestern bei Ihnen, haben Sie eine Rolle für mich? Das ist too much. Aber so drei Monate später, vier Monate, kann man sagen, ja, ich wollte nur mal fragen, hat sich was ergeben oder sowas, ganz höflich, na, nicht, okay, gut. Oder was haben Sie denn für, was drehen Sie denn so, was sind Ihre Pläne, darf ich das fragen?
fragen oder ist zeitig? Ja, wir haben das und das vor und das, was machen Sie eigentlich gerade? Ja, ich spiele gerade Theater in München und so weiter. Kleine Theater habe ich ja viel gemacht, ne? Da kann man nämlich drehen. Man kann kleine Theater spielen, kann aber trotzdem auch drehen. Ne? Ja, das, man kann beides machen. Und nur um das abzuschließen jetzt, habe ich einfach dann dadurch ganz viele Rollen gekriegt. Auch ein, weil es ist ja noch eins jetzt, und dann höre ich aber damit auf, weil wir hören mal den Caster, der weiß ja da mehr. Aber es ist ja ganz wichtig, durch die Vielzahl von Bildern, die auf dem Tisch liegen, haben manchmal die Regisseure, sind sie auch überfrachtet. Ja, das ist wahrscheinlich die Kunst für einen Caster, dem Regisseur zu gucken, wie viel kann er denn noch vertragen, ja? Da kommt der Caster dann wieder rein, weil das ist ja wirklich so, da nehme ich dem Regisseur diese Arbeit schon mal ab, weil ich voraussortiere. Und das ist mein Job und dafür werde ich bezahlt. Was muss man tun, um, wenn Franz auch sagt, man meldet sich überall und du sagst, ich kriege hier hunderte von Anrufen jeden Tag, wie schnell landet man da auf so einer schwarzen Liste, dass man sich bloß nie wieder melden muss? Ach, das, also bei mir eigentlich so gut wie keiner, weil es ist ja mein Job. Ja. Mein Job, also ich habe Jobs zu vergeben und die wollen Jobs haben und das sehe ich nicht so. Wie läuft dann das erste Casting ab? Nehmen wir jetzt mal so eine Hauptrolle aus den 90ern, Robert Engel zum Beispiel, wo man auch weiß, das wird eine fiese Gestalt. Das ist ja für den Schauspieler auch wichtig zu wissen. Wie geht man daran, dass man erstmal guckt, passt das generell? Wie viele Casting braucht es überhaupt, bis, sagen wir mal, Martin Abendknecht dann auch vor der Kamera steht? Ja, das wusste man ja nicht. Gerade bei der Rolle, dass du gerade den rauspickst, da wusste man ja nicht, worauf man hinaus will. Aber weil er zuerst freundlich war. Richtig, selbst Geißendörfer wusste nicht, was er mit dem machen will. Sie haben es erst nachher dann gemacht, weil sie diese Qualität dann auch gesehen haben. Also das war von Anfang ja was ganz anderes. Was macht man im Casting mit dem Schauspieler und wie viele Castings braucht es? Oh, das ist eigentlich eine Frage, wie soll ich das beantworten? Ja, beim ersten Treffen. Also wenn sie dann zu dir kommen, wenn du quasi so eine Vorauswahl getroffen hast, okay, die laden wir mal ein. Da kommt es ja nicht nur darauf an, wie spielt er, sondern gerade bei der Lindenstraße auch, passt er ins Ensemble. Was machst du da im ersten, sagen wir, in der ersten Stunde mit einem möglichen Anwärter einer Hauptrolle? Ja, wenn man schon so weit ist, also wenn das schon an einem Stadium ist, wo, sagen wir mal, 5 Leute ausgesucht sind, das meinst du, dann muss man die natürlich mit den Leuten zusammencasten, mit denen sie später am meisten zu tun haben. Ja. Damit man merkt, ist da irgendwas, ist da, funktioniert da was, ist da, prickelt da was. Und das kannst du nicht, das kannst du nur, indem du es mit diesen Leuten machst. Okay. Da müssen dann quasi auch die Stammschauspieler, die schon im Ensemble sind, ab einem gewissen Teil des Castingprozesses dabei sein, damit man guckt, wie funktionieren die zusammen, harmoniert das, stimmt die Chemie oder eben vielleicht auch gerade nicht, wenn es jetzt etwas böser sein soll. Ne? Das gab es auch immer wieder, nicht wahr? Also ihr Hauptrollenschauspieler seid immer wieder zu solchen Castings dann auch angetreten. Haben wir das gerne gemacht, Frank? Für Sie selbst ja auch hilfreich. Ja, es werden ja auch Kollegen dann, ne? Ja, natürlich. Also das war ja dieses Casting mit Annemarie Wendel, wo wir als Mutter und Sohn besetzt waren. Und Annemarie Wendel war ja nun wirklich auch die zentral immer gewünschte Figur von Geißendörfer. Ich glaube, wenn man ihm die Serie ganz weggenommen hätte, zum Schluss wäre Annemarie Wendel noch übergeblieben. Wenn man es gar nicht gedreht hätte, hätte er gesagt, dann machen wir mit der was anderes. Also die war wirklich als dieses, weil da gibt es ja auch wenige, also den Charakter davon, ich meine, Inge Meisel war auch der Typ, den hätte man vielleicht nehmen können, aber die war irgendwie anders verbaut. Wäre auch wieder zu bekannt gewesen. Ja, total, viel zu bekannt, absolut. Ja. Und da hatten wir eben Probeaufnahmen und haben dann zusammen eben diese Probeaufnahmen gemacht. Und die waren ganz gut. Ich dachte damals schon, sagen wir mal, soll meine Mutter spielen, weil sie sah damals schon etwas in meinen Augen älter aus, ne, so. Und dachte, ach, das macht nichts. Die war halt dann meinetwegen ein spätes Mädchen, hat 40 Jahre das Kind gekriegt, na, jetzt, weil sie sagte, sie sei 60 oder sowas. Das habe ich dann später erfahren. Und genau richtig. Du kennst die Geschichte, Horst? Nee. Kennst du? Nein?
Nein, nein. Sie hat sich jünger gemacht, ne? Als sie war. Ja, ja. Als sie dann 93 war, haben die Reporter mal ein bisschen in ihrem Lebenslauf gekramert und das war schon zur Internetzeit. Mhm. Da gab es schon Internet. Weil früher war das relativ einfach. Da, in der Hoffnung, dass nirgendwo irgendein alter Castingzettel auftaucht, konnte man sich ein bisschen mit dem Alter behelfen. Ja. Und das, die hat sie einfach sich glatt 10 Jahre jünger gemacht. Das heißt, als die Lindenstraße anfing und sie das mit durchgekämpft hat, diese Lindenstraße, weil am Anfang war es ja nicht so einfach. Die Schauspieler wurden ja, soweit, da war ich jetzt nicht persönlich dabei, aber die waren wirklich aufgerufen, auch wirklich Werbung zu machen und sich wirklich anzustrengen. Ja, weil das war ja ein Format, das man nicht kannte. Eine halbe Stunde, was ist das? Und dann ist es wieder vorbei und dann kommt irgendwas. Hat kein Mensch verstanden. Und so hörte ich von Leuten und so weiter. Und da hat sie dann das gemacht. Aber diese Aufnahmen waren für mich natürlich auch unvergesslich, weil, und weil der Horst sagte gerade, ich wurde auch benutzt für andere Schauspieler. Da waren noch ein paar da. Ich glaube, die Rolle Benarsch oder so ähnlich, ganz am Anfang. Ja, also der diese Geschichte mit der Erde hatte. Ich habe davon noch Listen. Wir könnten in den Keller gehen und nachgucken. Da würde jeder Lindenstraße-Fan gerne mitgucken. Was du da noch, wo sind eigentlich, hatten wir eben schon auf dem Weg hierher, hatten wir uns die Frage gestellt, wo sind eigentlich die alten Castingbänder? Liegen die alle bei Geißendörfer archiviert oder gibt es die irgendwann noch? Muss sowas irgendwann zerstört werden? Was passiert mit diesen Dingen? Also einige davon habe ich noch. Mhm. Sogar relativ viele habe ich davon noch. Also die eigentlichen Castingbänder, die Bewerbungsbänder der Schauspieler, die habe ich meist weggeschmissen. Aber die Castingbänder habe ich noch fast alle. Wow, das ist natürlich ein großer Schatz, auf den du hier sitzt, Horst. Das interessiert keine Sau mehr. Das glaube ich doch. Genau, ich habe gerade einen Bonbon im Mund, es klappert etwas, Entschuldigung. Also, das finde ich nämlich auch sehr, sehr interessant, wenn man zum Beispiel einmal einen Fernsehfilm machen würde, mit wie gecastet wird als Hintergrund oder sowas. Ich finde das ein toller. Du bist nun jemand, ein Fachmann, das ist ein Lindenstraßenfachmann, dich würde doch sowas interessieren. Ja, es gibt ja auf den DVD-Kollektionen, da habt ihr das ja manchmal gemacht. Da habt ihr ja auch mal da auf dem Archiv gestöbert, da konnte man mal gucken, wie hat Andrea Spatzek dann eigentlich ihr Casting gemacht. Sowas ist unglaublich interessant für Fans, ist das wirklich eine große Schatztruhe. Im ersten Lindenstraßenjahr schrieb damals der Spiegel: Geißendörfers Laienspielschar nervt uns wieder auf Kanal 1. Und das ist eine Unverschämtheit, weil die meisten der Schauspieler da, Ausnahmen, die paar Ausländer, so, die waren ausgebildete Schauspieler und gute und tolle Schauspieler. Wie ging Geißendörfer damit um? Das hat ihn natürlich wütend gemacht. Und er hat die angegriffen. So wie er auch ständig den Sender angegriffen hat. Also Geißendörfer war sehr streitbar. Dann greife ich mal kurz 35 Jahre weiter. Was glaubst du, sind die Hauptgründe für die Einstellung und auch für diesen merkwürdigen Umgang mit der Einstellung? Da hat auch Geißendörfer ja auch keinen Hehl draus gemacht, dass er damit überhaupt nicht einverstanden war, das nicht nachvollziehen konnte, sich auch ungerecht behandelt gefühlt hat. Wie ist deine Sicht so auf diese Dinge zur Absetzung damals? Ja, also es wurde ja behauptet, dass die Quoten nicht mehr so gut sind, was nicht ganz richtig war, sondern die Art und Weise, sich Fernsehen anzugucken, hatte sich geändert und die Zuschauer haben es anders geguckt. Die haben es dann geguckt, wann immer sie Fernsehen gucken wollten, weil du könntest im Internet zu jeder Zeit gucken. Und das kann man auch messen. Das hätte man auch messen können. Man hat es aber nicht gemessen. Im Theater kann man Leute austauschen, in so einer Fernsehserie nicht. Klar, gerade bei der Lindenstraße, die Leute freuen sich auf ihre Nachbarn. Trotzdem, das ist so ein Thema, das habe ich immer, so ein Recast gab es ja hier und da doch mal. Das kommt in der Regel beim Publikum sehr schlecht an, wenn die Rolle sich plötzlich von einem anderen Darsteller spielen lässt. Bei der Lindenstraße gibt es diverse Beispiele, zum Beispiel die Mutter von Bertha Griese, Lydia Nolte. Da war der Unterschied unglaublich krass. Kannst du uns da ein bisschen mal abholen, vielleicht auch speziell an diesem Beispiel oder generell, was man macht, wenn es plötzlich heißt, wir brauchen einen Recast, der Schauspieler steht nicht mehr zur Verfügung, die Rolle soll aber weitergehen?
Ja, das ist schwierig. Also dann muss ich ja liefern und muss irgendetwas finden. Und das ist ganz schwer. Also ich bin eigentlich dafür, dann diese Rolle zu streichen. Also ich bin nicht für diese Recastings. Obwohl die Leute, die es dann nachher gemacht haben, das sehr, sehr gut gemacht haben. Sie werden halt ständig mit dem gemessen, was man vorher kannte, was nicht heißt, dass sie deswegen schlechter sind. Sie könnten ja besser sein, aber sie sind halt eine andere Person und dadurch haben sie eigentlich wenig Chancen. Das ist auch ein sehr ungerechtes Empfinden, was man aber, glaube ich, auch nicht abstellen kann als Zuschauer. Nein, natürlich nicht. Und daher, das ist etwas, das würde ich als Produzent nicht machen. Aber das würde natürlich auf der anderen Seite bedeuten, man muss alles umschreiben, man muss alles umdenken und so. Und man plant ja schon relativ lange im Voraus. Ja. Bei manchen Figuren ist es ja so gewesen, dass der Schauspieler eher gestorben ist als die Rolle. Das ist Ute Mora, das ist Wolfgang Grönebaum, da gibt es einige Beispiele. Jetzt warst du ja nicht direkt vor Ort in der Produktion selber, außer wir kommen natürlich noch gleich zu Herrn Hülsch, keine Sorge, liebe Zuhörer. Aber was ist das für eine Herausforderung für so eine Produktion, wenn ein Schauspieler, der vielleicht sogar gerade einen langen Handlungsstrang hat, der auch noch was mit sich ziehen sollte für die nächsten 1-2 Jahre, wenn der plötzlich verstirbt und eben eigentlich doch nicht ausgetauscht werden soll? Naja, ich habe das ja selber erlebt, also schon bei Grönebaum, ja, Schauspieler Grönebaum, war mein Filmvater und ja, der war nun ein starker Raucher als Mensch, ja, hat geraucht, ja, muss ich ein bisschen lachen oder sowas. Ja, weil diese Raucherei ist ein bisschen weggekommen heutzutage. Ne? Man raucht nicht mehr so viel, fällt mir gerade ein. Aber es ist was anderes. Auf jeden Fall. Ich bin nicht Raucher geworden. Ich habe früher mal so gedreht, alles mögliche Zeug gedreht und hab's einfach irgendwann mal aufgehört. Gott sei es getrommelt und gepfiffen. Deswegen tue ich mich beim Laufen ein bisschen leichter. Ja, gar kein Problem. Und auf jeden Fall haben wir, ich bin aber nicht empfindlich. Ich gehe mit Rauchern immer, das nebenbei gesagt, vor die Tür und unterhalte mich mit ihnen da, weil ich sage, Raucher sind auch Menschen. Ne? Ja, da bin ich großzügig geworden. Dann müssten wir eigentlich jetzt rausgehen, weil ich habe mir gerade eine angesteckt. Ja, das war süß. Jetzt brauchen wir doch einmal ein Video, weil gerade in dem Moment, wo du das sagst, steckt sich der Horst eine an. Ja, genau. Und zwar nicht eine selbstgedrehte, sondern eine kleine, elegante, ein Zigarillo oder sowas. Ja. Genau, das heißt, wir haben es hier gemütlich. Ich habe noch einen Schluck, damit die Zuhörer das auch wissen. Ich habe hier noch einen Schluck halbwarmen Kaffee. Hinten ist eine Kanne. Ja, die steht auf der Wärmeplatte. Gott sei Dank, ich habe mir schon mal nachgeholt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was... Beim Wolfgang Grönebaum. Ihr habt euch, glaube ich, gut verstanden. Und der ist ja dann in der Tat kurzfristig verstorben. Ob wir uns gut verstanden haben? Also es war ein relativ nüchternes Verhältnis. Also wir hatten uns nicht viel zu sagen, aber er spielte natürlich gekonnt diesen Vater und hatte ja seine Hauptsache mit Else. Und einmal gab es nur mal, wo er den Olaf irgendwie was vermöbeln wollte und hat im Sarikakis, also in diesem, wie heißt das, nee, in dem Lokal, wie hieß das noch, das Akropolis, genau, da weiß ich noch, weil er ja nun nicht so schlank war, da hat er, der Olaf hat wieder irgendjemand betrogen oder sowas, irgendein Mist gebaut und hat gesagt, das geht gar nicht und so weiter und wollte dem mit Faustschlägen seinen eigenen Sohn traktieren und dann, ja genau, und dann habe ich mich zurück auf den Tisch gelehnt und dann hat er über mich und er wollte irgendwie aber Ohrfeigen hauen, also jedenfalls wollte er mir ein bisschen nahe kommen, dieser Riesenmann mit einem Riesenbauch, ja, ich habe gedacht, ein Rhinoceros wälzt sich über mich und war wirklich, also sehr korpulenten Einsatz. Und ich habe eine Stunt-Ausbildung, also ich kenne mich schon aus und habe das dann erduldet. Also, aber der ist schon wuchtig und so weiter. Also dann jedenfalls wirklich, wir wollten ja am Montag drehen oder Dienstag irgendwie. Und dann war das Wochenende dazwischen, der ist übers Wochenende einfach gestorben. Ja, er hat eine schnelle Lungenentzündung gekriegt. Ich glaube am Donnerstag irgendwie so, Lungenentzündung. Und nach dem Motto, gehen wir mal ins Krankenhaus, lassen wir mal anschauen. Dann haben sie ihn da behalten. Montag kam er nicht mehr oder Dienstag. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die für die Produktion mit dieser langfristigen Schreiberei von den Drehbüchern, weil wir waren ja 1,2 Jahre ungefähr voraus. Ja, das meine ich eben. Es ist halt doch ein sehr, ja, das ist ja eigentlich nicht möglich, dass man eine Figur plötzlich rausschreibt, die eigentlich sich verzahnen wollte mit anderen Handlungsstrukturen. Ja, es geht schon. Es ist ja Film. Man ist ja noch, solange man mit dem nicht diese Szenen angedreht hat und das und mal so wie auch immer, so, sondern es geht schon. Man muss es halt einfach nur ändern und sich was einfallen lassen, was relativ plausibel ist.
Ja, so. Und da hatte man aber keine besondere Vorgeschichte. Man hat eigentlich gesagt, naja, man konnte nicht das Original nehmen. Man hat gesagt, naja, der hat geraucht und ist jetzt die schnelle Lungenentzündung gestorben oder sowas. Das ist ja eine Extrageschichte. Also gibt es eine Notlösung, die ist wahrscheinlich, der Horst guckt schon, die Notlösung, die oft da gezogen wird aus dem Regal. Und zwar, das hat man auch schon bei einer Kollegin gemacht gehabt, er läuft vors Auto. Und da ja Weltmeisterschaft war zu der Zeit, hat man gesagt, es läuft nicht einfach in der Lindenstraße vors Auto, das hatten wir schon mal. Nein, er war ja zu Besuch bei der WM. Ich glaube, diese Geschichte war sogar drin. Er fährt zur WM oder sowas. Mit Gung zusammen. Ja, mit Gung zusammen oder sowas. Ne? Und die sollten natürlich wiederkommen und er sollte danach weiterdrehen. Aber Gung kam in der Geschichte, hat man gesagt, er kommt alleine wieder und meldet, leider Gottes ist Papa Kling vor dem Stadion in ein Auto gelaufen. Und dann wurde der aus Frankreich natürlich hergebracht. Alles das muss man nicht zeigen. Ne? Und dann zeigt man, wie Else und Olaf dann an dem Sarg sind, in diesem Bereich, wo man die Leichen so sehen kann, in diesem Aufbewahrungsort. Und da weiß ich noch, wie dann Annemarie Wendler gesagt, wie machen wir das jetzt mit dem Sarg? Was drehen wir da? Ah ja, ich schaue mal. Dann hat sie so ganz, wirklich, konnte auch ganz zart sein. Und hat dann ganz zart ihre Hand oben auf den Holzsarg so drauf und ganz kurz mal so hin und her gestreichelt oder sowas. Das war so die Abschiedsszene. Und wir saßen da in einem entsetzlichen Raum, weiß gekachelt. Du hast gedacht, du bist im Schlachthof. So ein altes Ding, wo so Eisentüren waren, wo dann die Leichen drin waren. Man dreht dann an solchen Originalschauplätzen. Ja, so. Ja, man könnte es auch ein bisschen irgendwie anders drehen. Aber es war wirklich am Original ein schrecklicher Ort. Du hast gedacht, du bist 1925, ja, wo so Experimente an Menschen gemacht werden oder in der Nazi-Zeit oder sowas. Es war entsetzlich, also wirklich schlimmer Drehort. Aber das hat man manchmal und dann ist es halt original, so haben wir das gemacht und so haben wir den schön verabschiedet. Und dann sind wir auch persönlich zur Beerdigung gefahren. Da war ja wirklich erstmal dann die Beerdigung selber. Und da weiß ich noch, da hatte ich eine Fastenkur gemacht zu der Zeit und dann gab es meine ersten richtigen Brötchen mit Butter und Wurst drauf. Die habe ich dann besonders gut geschmeckt. Ach, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ja, bis dahin habe ich einfach kein Fleisch mehr gegessen, ein paar Sachen nicht und wurde auch dünner und so weiter und etwas gesünder und bla bla, nicht mehr rauchen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist er gestorben, Filmvater ist tot, soll ich jetzt so ein Brötchen essen? Und habe ich gesagt, so, jetzt ist aus mit der Fastenkur. Jetzt wird wieder ein Brötchen gegessen. Übrigens, Ironie des Schicksals. Viele, viele Jahre später habe ich jetzt vor einigen Jahren ein zweites Haus gekauft in dem Ort, wo Wolfgang wohnte. Und von meinem zweiten Haus kann ich das Haus von Wolfgang sehen. Tatsächlich, so schließt sich da der Kreis. Ja, ungewollt. Und das ist ein winziger kleiner Winzort. Was waren für dich, Horst, so die Schauspieler, mit denen du dich am besten verstanden hast? Kann man da so zwei, drei nennen, wo du sagst, mit denen kann man durch dick und dünn gehen? Franz, hebt schon die Hand, ich lasse erst mit Horst antworten. Nö, mit Franz habe ich gute Sachen da. Wir hatten gute Szenen. Ja, also, ihr habt ja auch zusammen gespielt. Da können wir vielleicht mal zu Herrn Hülsch kommen. Ja. Du hast ja durchaus zu einer wirklich, wirklich lustigen, kultigen, etwas spießigen, aber in sich auch etwas lächerlichen Rolle des Hausverwalters geschafft. Wo hat das angefangen? Wie hast du das geschafft? Weil das ist ja eigentlich für dich, der ja auch Spaß am Spiel hat, ja, ist das ja ein Traum gewesen, dass du so mit die Strippen ziehen kannst, die Leute ein bisschen aussuchen kannst, aber auch selber in einer teilweise auch sehr humorvollen Rolle, die aber trotzdem eine Respektsperson ist, dass du das gespielt hast. Wie kam das dazu? Ja, das war auch ein sehr seltsamer Zufall. Also, wir hatten ein Casting gemacht für die Rolle Hülsch und hatten uns für einen Schauspieler entschieden. Mhm. Und zwar war das der Andreas Reinl. Das war der Sohn von Karin Dohr, sagt dir alles wahrscheinlich gar nichts. Reinl sagt dir auch nichts. Der Vater war einer der berühmtesten Regisseure überhaupt. Winnetou-Filme und sowas alles. Und der sagte, als ich ihm dann sagte, der war fest besetzt für Hülsch. Und als ich ihm sagte, die Rolle wird übrigens ausgebaut und taucht dann öfter auf. Macht Sinn beim Hausverwalter. Genau. Ja. Dann sagte er, oh, das ist aber schlecht, weil ich ziehe nach Los Angeles, wo damals seine Mutter wohnte und arbeitete.
Karin Dohr war eine der wenigen internationalen Stars in Deutschland überhaupt. Und ja, dann musste ich kurzfristig einspringen. Und das kam so, dass das war, glaube ich, die Idee von Geißendörfer, weil ich hatte vorher mal einen verschnupften, krummeligen Kommissar gespielt in Folge 30. Verschnupft. Genau. Ja. Und das war Anlass, dass er sagte, dann spiel du es doch. Was war deine erste Reaktion? Ja, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen. Ja. Und ich habe immer gerne gespielt und gesagt, ja, das mache ich gerne. Weil ich bin nämlich zu Schauspielerei generell auch auf eine seltsame Art und Weise geworden. Ja. Und zwar hatte ich mit einem, das ist wichtig für die Geschichte, schwulen englischen Regisseur einen Film besetzt. Mhm. Einen Film mit Jacqueline Bisset, mit der ich mehrere Filme gemacht habe. Und da waren noch ein oder zwei kleinere Rollen übrig. Und ich war aber auch zweiter Regieassistent. Und der erste Regieassistent war Stefan Schieder, der später die Lindenstraße machte. Mhm. Und der sagte zu mir, du musst jetzt anfangen mit deiner Arbeit hier als zweiter Regieassistent. Den Rest des Castings sind ja nur noch zwei kleine Rollen. Die kann irgendein Assistent machen. Und das war dann auch so. Und der Regisseur hatte sich ein bisschen verguckt in einen sehr hübschen jungen Mann, der sehr weibisch war. Und bei dem Drehen, und der spielte einen Wachsoldaten, der einen jüdischen Gefangenen bedroht. Und beim Drehen spielte der das ganz tuntig. Und es war ganz schlimm. Und der arme Junge konnte das aber nicht anders. Und dann sagte Tony Page, get a haircut, you play it. Und so wurde ich Schauspieler. Und das hat er gemacht, weil ich vorher bei den Castings immer die Rollen gegengelesen hatte. Okay, du hast quasi schon während des Castings mitgespielt. Genau. Und dann war ich über Nacht Schauspieler. Ah. Und die Rolle ist toll, die ist immer noch auf meinem Band. Okay, alles klar. Und dann warst du quasi auch für Hülsch auch sowieso eine Option gewesen. Dann war ich für Hülsch eine Option. Da war übrigens, dass Stefan Schieder sich überhaupt bei mir gemeldet hat, ist noch ganz erstaunlich, weil der war ein bisschen sauer bei diesem Film, weil er war erster Regieassistent und wurde nur einmal genannt. Und ich war aber als Schauspieler die kleinste Rolle genannt, als Castingdirektor genannt und als zweiter Regieassistent. Ich wurde dreimal genannt auf dem Abspann des Films und Stefan war erst richtig sauer. Was ich nachvollziehen kann, aber ich habe drei verschiedene Jobs gemacht, sorry. Das fand ich übrigens bei der Lindenstraße auch toll, gerade im Vergleich zu anderen Serien, dass ihr auch auf den Abspann immer Wert gelegt habt. Da wurde sehr viel genannt in den ersten Jahren, auch mit Rollennamen und da war das alles sehr, sehr genau. Ja, nur nachher ging der Abspann so schnell, dass man es gar nicht lesen konnte und dann ist das ist Quatsch. Dann nur noch ein Jingle und dann war es durchgelaufen, absolut, ja. Ja. Das hat natürlich einen Grund, soweit ich das weiß. Auch noch erstmal einen Grund, dass man ein bisschen länger Lindenstraße senden kann. Man hat einfach eine halbe Minute mehr Material. Das ist bei 30 Minuten schon eine Menge. Und dann war auch gar nicht gewünscht. Das ist natürlich für Schauspieler wieder eine ganz bittere Angelegenheit. War gar nicht gewünscht, dass die Leute sich auch noch irgendwie an einen anderen Namen gewöhnen oder kennenlernen. Überhaupt. Der Olaf Kling. Ja, genau. Es steht da Olaf Kling und damit hat sich's. Das war der Wunsch, der Vater des Gedankens. Haben wir am besten die gar nicht nennen, sondern es spielte Olaf Kling. Punkt. Aus. Nichts mehr. Also das sage ich jetzt etwas ironisch oder temperamentvoll. Ja. Aber soweit ich das hörte, war es durchaus im Sinne der Produktion, Identifikation herbeizuführen zwischen der Rolle und dem Schauspieler. Da habe ich also einige Hintergrundinformationen schon gehört, war gar nicht einverstanden. Also das gab, da war ich, ich bin ja nicht leicht irgendwo, weil das Image eines Schauspielers zu zerstören, indem man sagt, ey, man identifiziert ihn jetzt mit Winnetou, das war Pierre Brice, das war das Schicksal von Pierre Brice. Er war ab da immer Winnetou. Man muss sich mal vorstellen.
Ja. Ja, das ist überhaupt eine interessante Frage. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Castingprozess. Gibt es das? Gibt es da diesen Stempel? Glaubst du, ist es sehr, sehr schwer, wenn man lange Olaf Kling war oder lange Anna Ziegler? Als Beispiel jetzt, als Beispiel. Wie schwer ist es da? Wie sehr ist man da vorbelastet? Kriegt man überhaupt eine Chance? Wie lief das bei der Lindenstraße zum Beispiel? Da kommt man gar nicht mehr raus. Wolltest du das hören, Franz? Ich freue den Ohnmacht. Moment, muss husten. Erzähl weiter. Nein, ich bin schon wieder da. Also dieses coole Todesurteil, das ist natürlich schrecklich. Ja, man konnte mal, also es gibt Ausnahmen, die rauskommen. Ja, es gibt zwei Arten von Seriendarstellern. Jetzt ziehe ich mal ganz, ganz kurz nochmal für ein bisschen Bildungssystem hier aus. Es gibt Seriendarsteller in der Lindenstraße. Mhm. Und es gibt Seriendarsteller in anderen Serien, die haben die Einzelhauptrolle. Unser Lehrer Dr. Specht zum Beispiel. Ein Schauspieler, der immer von einer Hauptrolle oder wie hieß er noch, unser dicker Bayer, der Otti Fischer zum Beispiel. Otti Fischer zum Beispiel. Spielt eine Hauptrolle in der nächsten Serie und etliche Serien, meinetwegen 24 Teile oder 12 Teile, in der nächsten Serie, 4 Jahre später, wieder eine Hauptrolle. Die gibt es auch, aber die sind ganz dünn gesät. Also davon haben wir, ich sage mal, in Deutschland keine 20 Stück, ja, die sowas gemacht haben. Das ist die Kunst. Ja, da muss man dazugehören. Das ist die Elite der Seriendarsteller, weil sie nämlich wechseln können. Und ansonsten gibt es manchmal auch Nebenbeschäftigungen in einem anderen Film. Wir hatten ja auch so einen Deal, dass wir woanders noch auftreten können in einer anderen Serie. Aber da hat Geisendörfer sehr stark drauf geachtet. Sagt er, das Hauptessen gibt's hier. Was? Gegessen wird bei mir, Appetit holt euch woanders, aber gegessen wird zu Hause. Das war ganz, aber auch vertraglich geregelt. Du durftest dort nur 2 Folgen spielen, zum Beispiel in einer anderen Serie, ungefähr 1 oder 2 Folgen oder sowas. Und das war alles. Du darfst auch nicht vergessen, dass die Lindenstraße die am längsten durchgehend laufende Serie in Deutschland überhaupt war. Das vergisst man oft. Ist das so, wenn man eine Rolle in der Lindenstraße einmal hatte, die für 2, 3 Folgen vorkam, jetzt nicht nur einen Satz gesagt hat, war man dann auch für die Serie verbrannt oder wurde man öfter? Wenn es passte, dann habe ich Leute auch wieder besetzt. Ja. Ich hatte zum Beispiel einen Schauspieler, der einfach so super normal aussieht, dass ich ihn immer besetzte für solche Leute wie Klempner, Elektriker und so ganz normal, ganz normal. Ja. Der kam irgendwo rein und der ist es auch ein ganz toller Schauspieler, der das und den habe ich ganz oft besetzt. Ah ja, okay. Aber da hatte die Rolle, muss ich sagen, zu 99% auch keinen Namen, sondern es hieß der Elektriker. Dann ist es okay. Da gab es ja noch zum Beispiel auch noch ein Kriterium, also etwas, wo man darauf geachtet hat, dass die Serie nicht in München gedreht wurde, sondern eben in Köln. Der Hintergrund war ja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt oder sowas, dass die damals die ARD-Intendanten gesagt haben, nee, das produzieren wir gar nicht. Da alles vorgefertigt, haben gesagt, na so eine halbe Stunde, die Leute sind daran nicht gewöhnt, wir machen das nicht, das ist irgendwie Blödsinn und so weiter. Worauf Geisendörfer sich dann mit einem sozusagen sehr, einem speziellen Engagement, also hat sich sehr nochmal an die Intendanten gewandt, dann hat Herr Nowotny, der damals Intendant war, gesagt, naja, also denken wir ein bisschen weiter. Wir geben 2 Jahre lang, bauen wir das auf und für 2 Jahre bauen wir es auf und weil so eine Straße kann man später noch mal für was anderes verwenden, das wahrscheinlich war der Gedanke, da kann man viel drin drehen, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, aber für die vorgefertigten 2-Jahres-Drehbücher, die drehen wir jetzt mal hier, aber nicht in Köln, nicht in Bayern, sondern eben in Köln. Aber in den Drehbüchern spielten schon ganz viele auf Bayerisch. Und da waren ganz viele Bayerische, also Annemarie Wendel, ich war auch besetzt. Ne? Ich war ja, da hatte ich einen Vertrag für den Anfang. Also wenn es in München gewesen wäre, wäre ich von Anfang an dabei gewesen. Ja, genau, das war die vertragliche Vereinbarung. Mutter und Sohn, den Rönebaum kannte ich nicht, das war auch wurscht. Und dann war ich besetzt dafür und sollte ja als Rolle den Supermarkt leiten, den man in München gebaut hätte. Dann hat er das hierher verfrachtet, dann war alles in Köln. Und dann wurde der Supermarkt nicht gebaut.
gebraucht, weil aus bautechnischen und Kostengründen, weil da nur der Eingang, nur diese 2 Meter, wo man reingeht oder einer rauskommt, und dann war die Rolle, der ganze Text war weg. Dann schickt man mir die Drehbücher und sagt, ja, und ist ja nichts mehr drin. Ja, schon, klar, der Supermarkt gibt es nicht mehr. Aber später, was heißt denn später? Jetzt bin ich gerade nach München gezogen, um hier Filmarbeit zu machen. Jetzt soll ich mich in, aber du musst dann schon in Köln wohnen. So, no, come on, also jetzt von München weg, ich wollte gerne in München bleiben. So. Und dann haben wir uns wieder getrennt. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Für eine Rolle, wo ich fast nichts zu sagen habe. Und so, also es ist, dann haben wir den Vertrag wieder aufgelöst. Also es kommt sehr selten vor, frage ich mal den Caster, dass ein Schauspieler seinen Vertrag wieder auflöst, oder? Wie ist das? Ja, ganz selten. Aber das war damals so. Und wie gesagt, als die Rolle dann wieder auftauchte, habe ich mich daran erinnert, obwohl ich damals nicht dabei war, habe ich mich daran erinnert, und weil ich hatte die Bänder gesehen. Franz hat dich überzeugt. Absolut, ja. Ist das generell ein Problem gewesen, dass die Lindenstraße in München spielen sollte? Ich meine, ich weiß, die Kinderdarsteller, die hatten immer gar keinen bayerischen Akzent. Das war öfters, glaube ich, auch Kritik der Zuschauer, was man aber auch nicht verändern konnte, ne? Nein, das mit den Kindern, das geht einfach nicht anders. Man kann nicht Kinder aus München einfliegen. Mit Erwachsenen haben wir das gemacht. Das hat die Lindenstraße zum Teil auch so teuer gemacht, weil ich habe schon zum Teil auch, also auch für kleinere Rollen Leute einfliegen lassen, beziehungsweise für größere Rollen auch ganz bekannte bayerische Schauspieler besetzt. Also das machte das Ganze schon ein bisschen teuer. Aber ich habe noch etwas, was ich abschließend vielleicht zum Casting sagen möchte, ist, eins darf man nicht vergessen. Über die meiste Zeit der Lindenstraße waren es nur 2 Autorinnen, die das geschrieben haben. Und das war Martina Borger und Frau Straub, wie hieß die mit Nachnamen? Straub war der Name, ja, aus Norddeutschland. Die eine aus Norddeutschland eben, von der Waterkant, und die andere aus München. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Die haben sehr eng mit mir zusammengearbeitet. Und die haben mich angerufen und haben gesagt, wir haben folgende Idee. Das und das und das und das. Meinst du, dass du das gut besetzen kannst? Und ich konnte dann sagen, nee, da würde ich aber dann so und so wäre leichter und das und das. Und ich konnte da immer, die haben immer darauf gehört. Aber mit denen hat sich Geißendörfer irgendwann verkracht, und dann waren ständig irgendwelche neuen Autoren, und da hatte ich, die kenne ich überhaupt nicht. Hattest du irgendwann auch mal das Gefühl, dass du so ein bisschen so den Blick verloren hast auf das, was von dir gefordert wird? Oder kann man sagen, so eine Episodenrolle ist schneller besetzt als eine Hauptrolle? Oder wie kann man da irgendwas sagen? Nein, Casting war ja mein ganzes Leben, und darum ist es auch heute so, es tut mir zwar ein bisschen leid, aber ich bin nicht sauer darüber, dass sich gar niemand mehr bei mir meldet, weil ich habe das nie getrennt. Ich habe zwischen meiner Arbeit und meinem Beruf nie getrennt, weil das war eins. Ich habe den Job gelebt, und darum kann ich mich jetzt nicht beschweren, wenn ich nicht mehr Caster bin, die mich aber nur als Caster sahen, sich nicht mehr bei mir melden. Das ist okay. Also da hake ich jetzt ein, diese Zeit hat mit dem heutigen Tag geendet, wir sind hier, wir haben uns gemeldet, ja, und ich hatte das auch, um es mal zur Information, ich hatte dann auch mal mit dir, Julian, ja, darüber gesprochen, habe gesagt, wen können wir denn noch einladen und so weiter, und da waren Ideen und so weiter, und wie, wer halt noch Lust hat oder Zeit hat oder Interesse hat und so weiter, und dann kam, habe ich gedacht, hier gibt es wirklich eine maßgebliche Persönlichkeit, die würde ich wirklich, wirklich maßgeblich, und mal gucken, ob er das überhaupt will, vielleicht hat er einfach auch keine Lust mehr auf Lindenstraße oder welchen Talk, also deswegen, Horst, ihm halt ganz an dieser Stelle wirklich herzlichen Dank. Also diese Art von, dass sich niemand mehr meldet, ist mit dem heutigen Tag vorbei. Ich denke mal, es wird, du solltest dich oder könntest dich melden, lieber Julian. Ich habe noch 1000 Fragen, lieber Horst. Ich komme hier gar nicht zum Ende. Der Franz moderiert ab. Ich glaube auch, da sollten wir uns noch mal wieder treffen. Nein, es ist gar keine Abmoderation. Gott, von mir aus kann es eine halbe Stunde weitergehen. Ich hole mir noch einen Kaffee von mir aus. Mir ist es recht. Was ich aber meinte damit, ist eben einfach die Würdigung sozusagen. Das muss man wirklich sagen. Weil es gibt viele
denke ich mal, auch von den Schauspielern, die das nicht, weißt du, die dann auch nichts zu erzählen haben. Oder wenn sie es was zu erzählen haben, dann trauen sie sich nicht und so weiter. Und das ist doch alles Blödsinn. Wir haben die Lindenstraße gemacht, das war ein Teil des Lebens. Ich war 15 Jahre in dem Laden dabei, ne? Und habe einfach ein großes Erlebnis gehabt. Ich meine, abgesehen davon, dass es Geschäft ist für einen Schauspieler, muss man immer sehen, das ist einfach ein Business. Man hat regelmäßig sein Geld bekommen, sonst hätte man nämlich das Engagement nicht weitergemacht. Ne? Und man musste auch unserer habhaft werden. Wir wurden auch gekauft, nicht wahr? Ja. Darum hast du jetzt wahrscheinlich eine Riesenrente und ich habe eine ganz, ganz kleine. Weil ich war nur eine kurze Zeit bei der Lindenstraße fest angestellt. Dann hat man mich überredet, mich selbstständig zu machen. Und daher habe ich 871,34 Rente. Franz sagt ja schon richtig, das ist ein Teil des Lebens und du warst ja die ganze Zeit bei der Lindenstraße dabei. Du hast hier Bilder hängen, Autogrammkarten hängen. Wie sehr ist dein Herz auch heute im Jahr 2023 noch in der Lindenstraße und dem Ganzen verbunden? Ja, es geht. Also über Facebook die ganzen Sachen, die da so gepostet werden, dann lese ich nach, aber die Lindenstraße ist vorbei und es war Teil meines Lebens und das hat mir großen Spaß gemacht, aber es ist nun mal vorbei. Gab es eigentlich in der Zeit als Herr Hülsch, wo du ja auch wirklich viel Kamerapräsenz hattest? Ich weiß, also ich hatte auch eine Autogrammkarte von dir in den 90ern, da gab es glaube ich auch 2, 3 verschiedene Motive. Die Rolle ist ja sehr, sehr lange dabei gewesen, immer mal wieder, mal weg. 18 Jahre sagst du? 18 Jahre Hülsch. Wie hat dir die eigentlich so inhaltlich gefallen? Also der war ja schon auch ein bisschen gemein und irgendwie aber auch ein Comedy-Charakter. Das fand ich ja das Tolle. Das ist auch das Tolle an den Schauspielerei. Du kannst auch deine böse Seite, die wir sicherlich auch alle haben, da mal rauslassen und kannst richtig die Sau rauslassen. Und ich kann schon nachvollziehen, dass es gibt eine schöne Szene, wo die versuchen, mich den Fahrstuhlschacht runterzuschmeißen. Und das kann ich schon nachvollziehen, weil die Figur war schon ein Arschloch. Und das macht Spaß zu spielen. Das macht einfach Spaß. Weil im Leben möchte man das manchmal, aber traut sich nicht so richtig und hält sich dann an Konventionen und ist doch, nimmt sich zurück. Gab es eigentlich mal Schauspieler, die, als sie gemerkt haben, in welche Richtung die Rolle geht, gesagt haben, das möchte ich dann doch nicht spielen? Oder weißt du da irgendwas? Da gab es zum Beispiel die Rolle Hülsch. Die Rolle Hülsch sollte der Mörder von dem kleinen Maxel. Tatsächlich, das war mir nicht bekannt. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, dann besetze ich die Rolle um. Okay, das ist aber, glaube ich, nachvollziehbar. Ja, gut, okay. Das muss halt jeder. Ich finde, das hätte auch zur Rolle nicht gepasst. Ja, also das blieb ja dann ein Geheimnis, glaube ich, soweit ich das noch weiß. Ne? Da wurde ja auch meine Rolle, Olaf wurde ja auch verdächtigt. Ja? Genau. Die Rolle Gabi hat ja dann da ihre Antipathie und ihre Feindseligkeit, glaube ich, aus dem Bereich heraus entwickelt, weil Olaf wurde zu Unrecht verdächtigt. Meines war so, dass der Vasili dir so eine Unterhose in den Müll gemischt hat oder irgendwas war da. Oder war es beim Andi? Nee, der Vasili hat da oben, hat eine Unterhose rausgeholt, hat die mit dem Olaf untergeschoben, so war das. Ja, genau. Letztendlich führte es dazu, in der Folge 1000 wurde dann mal besetzungsmäßig versucht, mal ein bisschen reinen Tisch zu machen, so wo Olaf dann 4 Frauen mit dem Gewehr umnieten wollte. Und war an den Caster, warum gab es da nicht wenigstens eine, die er umgenietet hat? Ich schreibe das doch nicht. Wend dich an die Autoren. Übrigens, der Mörder von Maxel, der wurde, um das kurz aufzugreifen, der wurde noch identifiziert. Er ist dann in den Knast gekommen und ist viele Jahre später wieder rausgekommen. Und das wurde auch zum Handlungsstrang gemacht, wo Gabi sich dann mit dem Mörder nochmal treffen sollte und wollte. Also das war ja auch das Tolle an der Lindenstraße, gerade an so einer langlebigen Serie, dass man da Emotionen von vor 20 Jahren wieder aufgreifen kann. Und das hat natürlich auch den Reiz ausgemacht, gerade wenn es die Originalgesichter sind, man nach Rückblenden machen kann mit den Darstellern. Das war für die Darsteller natürlich auch toll, so eine Rolle so lange entwickeln zu können. Und vielleicht ja auch irgendwo dann über die Zeit der Serie ein positiver Stempel. Ne? Ja, das ist einfach ein Geschenk für einen Schauspieler. Genau, das war ich. Ja.
Ich sehe gerade, wie es so passiert. Hülsch und Olaf Kling kommen um die Ecke in der Lindenstraße. Hinten auf dem Rücken, also das hat Olaf noch das Gewehr umgeschnallt. Und sie lugen um die Ecke an irgendeinen anderen Drehort, weil der Drehort ist ja abgerissen. Aber man könnte es an irgendeiner Straßenecke oder was, könnte man das filmen. Beide haben sich sozusagen inzwischen getroffen und sagen, sollen wir jetzt nochmal in die Lindenstraße, sollen wir überhaupt noch hingehen? Und dann drehen sie sich um und sagen, ach was, macht keinen Sinn mehr. Was war eigentlich mit der Rolle Hülsch am Ende passiert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wieso war der plötzlich weg? Weißt du es? Also ich soll es sagen hier, genau richtig, deutet gerade auf mich der Hülsch. Also was ich weiß, ich meine, ich habe jetzt zum Schluss ja nicht mehr viel geguckt, ich schaue nicht so viel Fernsehen, ehrlich, weil es so viel Zeit braucht. Ein bisschen Zeitverschwendung ist es oft schon auch. Ne? Aber da gab es ja diese Szene, wo mein Ladennachfolger, unser Türke, sich an den Baum gekettet hat. Und da kam die Rolle Hülsch vorbei und hat so wieder mal geschnieft. Und daraufhin sagte der unten am Baum, hoffentlich kein Corona. Und das war in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, ob das aktualisiert worden ist. Eine der letzten Folgen. Das ist eine der letzten Folge. Da war schon Corona als Dings da, als Bedrohungsszenario nach dem Motto, hier ist irgendwas. Man wusste nicht genau, was alles. Zu dem Husten muss ich noch sagen, das kam mir als Schauspieler schon sehr recht. Weil das heißt, wenn du mal einen Texthänger hast oder irgendetwas, dann kannst du immer husten. Das passt wunderbar. Und da das Husten gut erklärt wurde, die Autoren waren wirklich sehr gut, das Husten wurde damit erklärt, dass der eine Lindenallergie hat. Ja, die hat er nur in der Lindenstraße. Genau. Das wusste ich nicht, das ist ja gut. Ganz toll. Ja. Jetzt, wo du gerade das sagst, da gab es ja noch die Rolle Hajo, der stottern sollte. Kannst du dich da noch dran erinnern, wie man da in so einen Casting-Prozess geht, gerade wenn es so ein Merkmal ist? Oder geht man da irgendwie was Besonderes an? Nee, das weiß ich nicht mehr. Okay. Tut mir leid. Naja, das ist so. Ich meine, das weiß ich ja auch nicht genau, was der Hintergrund ist. Aber ich denke mal, einer, der einen Stotterer spielt, sollte zwei Dinge haben, das denke ich jetzt einfach mal. Also er sollte von Haus aus, wenn er sich unterhält, nicht stottern. Also ja so, aber er sollte vielleicht einen inneren Hang haben, mal unterdrückt worden zu sein, vielleicht als Kind, das ist jetzt ein bisschen scherzhaft, aber wer weiß, sodass er dann immer unterbrochen worden ist von jemandem, dass er es zumindest kennt und eine Art, wir haben ja auch vorhin gesprochen nochmal, über das Sein, weißt du, das ist ja auch ein sehr spezifisches. Und das wäre bei der Familie natürlich auch. Also das ist eine Familie mit als Vater, einen der berühmtesten Schauspieler, den es jemals gab. Alle Brüder sind Schauspieler, also da musst du schon eine kleine Macke wegkriegen. Ja, er war ja der Kleine, also der war ja der Kleine, also der jüngste Sohn. Und aus einer ganz anderen Zeit. Also wir sind jetzt bei der Psychologie. Was mich fasziniert hat an ihm, ja, als Schauspielerkind vom Hinz, wie hieß der nochmal, der Vater nochmal, er hat dann erzählt zwischendurch mal, er hat 14 Schulen besucht. Als Schauspielerkind ist man früher ja so, ja, wie Zirkuskinder, wenn der Vater ein Engagement bekommen hat, in Hamburg zum Beispiel, nach Hamburg gezogen. Und wer da das nächste bekommen hat, in München an den Kammerspielen, zog man nach Hamburg. Also in der Größenordnung hat der Mann gearbeitet. Der ist jetzt nicht an Stadttheater Paderborn oder Hildesheim gezogen. Aber man musste, ist der Vater nicht immer mit dem Auto heimgefahren, damit er seine Kinder so sieht, sondern alles musste mit, weil er war die absolute Topstar und Hauptfigur. Also der Vater von der Rolle Knut Hinz. Und das ist jetzt Mutmaßung, aber es ist immer, ich denke mal, es ist auch interessant, wie ein Schauspielleben früher sich dargestellt hat und heute. Heute bleibt die Familie an einem Ort und der Schauspielervater fährt mit dem Zug oder fliegt, ist da und unterwegs. Die ziehen nicht mehr so oft um, oder? Das denke ich mal. Das weiß ich nicht. Musst du Schauspieler fragen. Bin kein Schauspieler. Nicht mehr. Wärst du gerne wieder einer? Ich würde gerne ab und zu spielen, ja. Ja, dann müssen wir für den Horst eine ordentliche Castingagentur finden, dann wird das schon.
Ja? Ja. Würdest du dich noch mal casten lassen selber? Nein. Ja, würde ich alles machen. Aber ich habe auch schon versucht, eine Agentur zu finden. Und die Agenturen lehnen das aber alle ab, weil sie alle sagen, wir kriegen dich nicht unter. Und das hat in das, nee, das ist in Deutschland, nee, nee. Wir haben in Deutschland nämlich etwas, das ist sehr spezifisch für Deutschland, wirklich sehr spezifisch. Wir haben eine Neidkultur. Und da die Caster mich alle kennen und neidisch darauf waren, dass ich 35 Jahre lang mich nicht darum kümmern musste, ob ich Geld verdiene oder nicht, und sie hinter jedem Job hinterherrennen müssen, mich deswegen nicht besetzen. Okay, das verstehe ich total. Ja, ja, genau. Aber das ist für uns Schauspieler auch eine fremde Welt. Also was du hast hier erzählt, das kann man ja menschlich nachvollziehen. Für dich interessant. Ne? Für mich total interessant. Für mich alles neu hier, weißt du, was er erzählt. Also die Hälfte davon mindestens. Aber Horst, weißt du, was wir machen? Ja, pfeif auf das, was hier in Deutschland ist, international. Wir finden jemanden, der uns international, in Polen oder sowas, ja, oder in Afghanistan oder in Türkei oder irgend so. Da sind wir doch spezielle Typen. Ne? Also das ist wirklich, das meine ich aber jetzt tatsächlich, da lacht er ein bisschen. Ich meine das tatsächlich, weil mir, es hängt einem wirklich ein Seriengeschehen nach. Das ist eben in anderen Ländern nicht so. Wenn man in Amerika, in USA so bekannt geworden wäre, wie wir das sind, ja, mit unseren... Sich die um dich reißen. Das Reisen weiß ich nicht genau, aber man würde sagen, bei dem haben wir doch viel mehr, weniger Arbeit. Der verkauft sich doch woanders viel besser. Wir machen eine Serie, ja, da spielen drei richtige Serienstars aus Bonanza und aus Hab mich gern. Und die kennt man schon, weil das Problem ist auch für einen Produzenten, er will ja bekannte Gesichter haben. Warum die Leute ins Kino gehen wegen dem? Ja. Ja, warum geht man denn ins Kino? Wegen der Handlung? Na, ich bitte dich. Also drei Viertel der Leute gehen ins Kino, denke ich mal, oder mindestens die Hälfte, weil sie sagen, Mensch, der Typ, der ist doch scharf, verstehst du, das ist doch gut. Oder diese Frau, die muss ich noch mal sehen und so weiter. Aber daran sind wir nicht. Ich denke mal, die Welt ist auch durch diese, sagen wir mal, durch Internetcasting, es ist ja auch sehr viel mehr möglich als früher, oder? Und da denke ich mal, könnte ja, man... Guter Punkt. Wie war es dir eigentlich in den letzten Jahren der Lindenstraße? Habt ihr da viel erstmal online euch getroffen? Ja, es lief eigentlich ja alles nur online. Und es kamen noch nicht mehr so viele Leute ins Büro. Das war einfach so, ja. War das schlecht für deine Arbeit oder hat dir das auch ganz gut gefallen, dass du nicht immer diese ganzen Videobänder hast, sondern das alles per Mausklick und auch das erste Treffen möglicherweise per Webcam? Es war eine andere Art von Arbeit und ich musste mir die Videobände ja trotzdem angucken, zwar online und nicht mehr zu Hause, aber das war das Gleiche. Ja, also ich auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass wir hier waren bei dir in Engelskirchen. Es war sehr, sehr schön hier auch gerade in der Hall of Fame der ganzen Lindenstraßenbilder. Ich bin sicher, dass jetzt gerade nach diesem Gespräch, war auch überraschend, ich habe es auch keinem gesagt, dass du bei uns auftrittst. Also wird auch für die Hörer jetzt eine Überraschung sein. Ich hoffe, eine freudige, dass ich Freundin Hülsch mal wieder gehört zu haben. Wenn da Fragen aufkommen, sammle ich das mal alles und dann kommen wir vielleicht nochmal mit ein paar Hörerfragen wieder auf dich zu. Vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ja, gerne. Und wir machen uns jetzt hier auf den Weg nach Köln und Düsseldorf. Jawohl, und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Kaffee ist aus anscheinend. Gibt es noch einen Kaffee? Nein? Na, macht nichts, dann gehen wir. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank.